Hallo. So, ich bin jetzt, glaube ich, auch entmutet. Man sollte mich hören, denke ich mal. Ja, ich rück noch mal ein Stückchen rüber, damit wir beide ein bisschen. So. Ach so. Das Ranking. So. Es ist wieder Quizzeit. Wir blenden wieder, wie wir das vorher auch schon gemacht haben, das Ranking gleich mal ein und gucken, wie es jetzt bis jetzt steht. Hast du in, Jan? Hast du in OBS auf Quiz umgestellt? Jetzt hat er's. So, Achtung. Simsalabim, Hokus Pokus, Fidibus, dreimal schwarzer Jan. Da ist das Ranking. So, also, Ilias the Stone. Oh, 10 Punkte. Hast du aber schon ganz schön Dings Vorsprung erarbeitet. Lorelei mit 7 Punkten, Lenny mit 6 Punkten, Drop mit 3 Punkten und Marty McFly mit 2 Punkten. Ich bin sehr gespannt, wie das noch ausgeht. Und ich hoffe, und vielleicht machen wir es noch spannend, oder Lorelei oder Lenny machen es noch spannend und gucken mal, ob wir an Ilias the Stone noch rankommen. So, ich bin jetzt mal wieder aus, damit man mein vollgeschwitztes Gesicht sieht. So. Genau. Ah, ist Hintergrundmusik wahrscheinlich. Hintergrundmusik? Ist die, läuft die noch, oder? Ist ein bisschen laut vielleicht, oder? Falls du noch was hörst, Lenny, kannst du das auf jeden Fall noch sagen. Erstmal so die Frage schon mal in den Chat. Seid ihr denn schon bereit? Habt ihr euch im Quiz schon angemeldet? Unter www.snell.tv/quiz. Für jemanden, der das vielleicht noch nicht gemacht hat und gerne noch mitmachen möchte. Dann müsst ihr euch bei uns auf der Internetseite halt registrieren. Das geht ganz schnell mit irgendeinem Alias. Und dann könnt ihr beim Quiz mitmachen. Ja, das Ilias ist drin, der sagt so schnell wie möglich, ja, damit sich auch ja keiner mehr anmelden kann. Nein. Dome ist noch gemutet. Mute. Oh, jetzt so. Kann man mich auch wieder hören. Wahrscheinlich hat man dich die ganze Zeit durch mein Mikro gehört, oder? Genau. Und dann die Frage, warum ist der so leise? So, ich möchte was erzählen. Und zwar, ich habe schon dritten Mal meinen Arm in diesen Soßefleck gelegt von der verdammten Terrine. Hanno, ich habe mich doch erst geduscht. Okay, legen wir los. Würde ich sagen. Genau, wir haben nämlich diesmal so ein bisschen die Position getauscht und diesmal wird Carlo die Fragen raus. Genau, ich suche aus, der liebe Dome liest es vor. Achtung. So, und die erste Frage geht raus. Ich schreie ganz schön. Wo wurde Klaas Häufer Umlauf geboren? Ist es Hameln, Hamburg, Köln oder Oldenburg? Wo wurde Klaas Häufer Umlauf geboren? Hameln, Hamburg, Köln oder Oldenburg? Dass Stefan so eine Frage stellt. Ich bin gerade mal froh, ich kenne nämlich nur einen Klaas, nämlich von Joko und Klaas, und deswegen meine ich, dass der gemeint ist. Ich habe aber Klaas Häufer Umlauf, das müsste der sein. Ich habe aber keine Ahnung, wo der geboren sein soll. Ich auch nicht. Irgendwo Buxtehude, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. So. Auswerten. Oh. 66,666 the number of the beast Prozent richtig. Ich verrate aber noch nicht wer. Wir haben nämlich noch wer hier. Seht ihr dann. So. Aber ich sehe, dass wir einen neuen Mitspieler haben. Wir haben einen neuen Mitspieler, habe ich jetzt den Digiforce. Genau. Hast du und Malte. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und Pastu ist jetzt auch dabei. Ja, hatte ich gerade gesagt. Hörst du mir nicht zu? Du hast Digiforce gesagt. Digiforce, Pastu und Malte. Ah, Entschuldigung. Auf jeden Fall hallo auch an euch drei. So, alles klar. Ihr seid bereit, wir sind bereit. Das heißt, die nächste Frage. Oha. Werden mich bestimmt vielleicht einige für hassen. Frage geht raus an euch. Und zwar jetzt. Wie heißt der Android in Star Trek Next Generation? Ist es Data, Dota, Denta oder Delta? Wie heißt der Android in Star Trek Next Generation? Data, Dota, Denta oder Delta? Also ich weiß es tatsächlich. Und das, wenn Jonte jetzt hier würde, würde er sagen, du Tracky. Das stimmt aber gar nicht, Jonte. Ich gebe das öffentlich bekannt, ich bin kein Tracky. Tut man das? Ja, die Frage ist auch von dir. Ich glaube, man muss die Show eigentlich nur fast einmal gucken.
So. 66,6, macht ihr das absichtlich? Number of the Beast, Prozent richtig. Meine Güte. So, alles klar. Heiter, weiter. Die richtige Wand war gerade Data. Und stimmt, Data ist quasi in The Next Generation dieser emotionslose Android, der quasi den Gegenpool zu Spock darstellt. Der so eine bronzene oder goldene, finde ich immer so eine... Ja, genau, so ein bisschen matt, genau. Genau. Dota ist ein Spiel. Mhm. Denta, ich weiß nicht, ob das vom Zahnarzt kommt. Mhm. Und das andere habe ich vergessen. Delta. Das ist einfach Delta. Ach ja, Delta. Sollte ich kennen. So. Genau, denn seine Zähne sind immer so weiß. Alles klar. Denta. Nächste Frage an euch. Geht jetzt raus. Wie heißt der Plural von Status? Ist es Stati, Status, Statusse oder Staaten? Ich hätte Statuse gelesen mal wieder. Ist es der Plural, also der Plural von Status? Stati, Status, Statusse oder Staaten? Nichts Genaues weiß man nicht. Ah, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal, wo das dann eingeblendet wird, nämlich oben rechts. Ich sehe das ja sonst immer nie aus meiner Perspektive. Und genau. Das wussten 60% von euch. So, ist die Frage, machen wir 5? Wir machen 5. Machen 5. Dann würde ich jetzt einmal das Ranking einblenden. Können wir machen. Die richtige Antwort war übrigens gerade Start. Richtig, und das wussten Lorelei und Lenny. Und Malte. Und Malte, oh, habe ich den übersehen. Entschuldigung, Malte, ich wollte dich nicht unterschlagen. So, ja, was soll ich sagen? Elias the Stone, 13 Punkte. Lorelei, 9 Punkte. Lenny, 8 Punkte. Drop, 3 Punkte. Und Marty McFly, 2 Punkte. Dahinter kommen noch S. Leonie mit 1 Punkt. Julius, 1 Punkt. Malte, 1 Punkt. Pastu, 1 Punkt. Und Beginner Deluxe, 0 Punkte. Und Deagleforce, oh, ich habe Deagleforce unterschlagen. Der hat nämlich 2 Punkte. Der ist interessanterweise... hier im Ranking auf Platz 5. Das kommt wahrscheinlich von dem Prozent halt wieder einfach her. Genau, man sieht es halt einfach nicht. Marty McFly hat wahrscheinlich die 2 Punkte behalten, weil er hat von den 2 Fragen einfach 2 richtig beantwortet. Deswegen ist das mit den 100%. Das ist ein bisschen unglücklich. Eigentlich müsste er immer weniger kriegen, weil er die anderen Fragen nicht mitspielt. Genau. Nur zu euch zur Info. Ich brenne da erstmal das Ranking aus. Wir spielen nicht nach dem Prozent. Wir spielen nach den Plätzen vorne. Und wenn es nachher mehrere erste Plätze gibt, dann müssen wir halt stechen. So sieht das aus. Also... und eure Gehirnzellen. Ich bin nämlich durch. Meine sind verbrannt. So, nächste Frage. Und ab geht das. Wie ist das FSK 16 Zeichen farblich hinterlegt? Ist es rot, gelb, blau oder grün? Wie ist das FSK 16 Zeichen farblich hinterlegt? Rot, gelb, blau oder grün? Hier wird fleißig mitdiskutiert bei uns. Ich glaube, ich wüsste es auch nicht so. Genau, denn 16 ist ja auch schon lange her. Wie Lorelei gerade auch schon sagt. Boah, einfach mal gedisst. Aua. Bei Lorelei ist das natürlich noch nicht allzu lang her. Ja. Und deswegen hat es... Ja, ich habe den ja, wenn ich den seit 16 nicht mehr gestützt habe... Deswegen hat Lorelei nämlich auch richtig. Genauso wie 83,33%. Andere wollte ich gerade sagen, aber genau, wie 83%. Richtige Antwort wäre gewesen, blau. Es ist blau. Blau, ne? Aber ja, 18 ist rot, ne? Mhm, genau. 12 ist gelb? Genau. Alles klar. Achso. Okay, siehste. Gut, das war die vierte Frage, jetzt kommt die fünfte. Und damit auch die letzte für diese Runde. Guck mal, was ich da noch so Schönes habe für euch. Nein, wissen sie nicht, weiß ich nicht. Nee. Was? Ja, komm, das ist eine schöne Frage zum Abschluss. Ihr werdet mich bestimmt hassen. Also wer das weiß, Respekt. Ich habe davon noch nie was gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Frage geht an euch raus. Oder vielleicht werdet ihr Mark hassen. Von ihm ist nämlich die Frage. Ja. Welches ist der größte Mond in unserem Sonnensystem? Ist es der Mond? Echt? Ist es Ganymed, Titan oder Europa? Ich hätte es ehrlich gesagt... Nee. Welches ist der größte Mond in unserem Sonnensystem? Unser Mond, Ganymed, Titan, Titan oder Europa? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also, wer das von euch wusste,
So. 50%. Und zwar, es wussten Mal... Nee, gar nicht jetzt verguckt. Der Pastu wusste es. Der Lenny wusste es. Und Elias Stone. Du rastest aus. So, ich werde das nochmal das Ranking zum Schluss nochmal einblenden. Entschuldigung, bitte. Elias Stone, 15 Punkte. Lenny, 10 Punkte. Lorelei, 10 Punkte. Pastu, 666. Number of the Beast, 3 Punkte. Und Drop, auch 3 Punkte. Danach kommen noch Malte mit 2. Sophie mit 2, Martin McFly mit 2, Deagle Force mit 2, Julius mit 1, S. Leonie mit 1 und Beginner Deluxe mit 0. So. Ganymede ist aber auch verdammt groß. Der ist fast so groß wie ein Planet. Ich habe den Namen noch, glaube ich, wirklich nicht gehört. Also nicht einmal bis jetzt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ganymede ist nur minimal kleiner als der Mars. Okay, krass. Und der ist, ja, der ist damit verdammt groß. Das ist wirklich groß. Krass. Bin ich. Ich bin platt. Ich weiß nicht, glaube ich, gehe nach Hause jetzt wieder. So, das war jetzt noch eine Runde des Quiz. Danach, jetzt geht es weiter mit... Wir machen Pen and Paper. Und das wird, glaube ich, super interessant, weil wir sind alle ganz schön durch. Dazu noch andere Rollen annehmen, über die wir uns selbst Gedanken machen durften, mit Ticks und allem drum und dran. Das heißt, es kann einfach nur chaotisch werden, würde ich sagen. Alter, ich habe eure Charaktere angeschaut, ne? Nein, noch nicht. Du hast einfach schon bewusst zurückgehalten. Aber ich weiß nicht, was ihr getrunken, gespritzt, keine Ahnung. Gucken wir. Gut. Geil. Ich würde. So, wie gesagt, genau. wir machen eine kurze Pause, damit wir umbauen können. Und dann sind wir gleich wieder für euch da mit Pen and Paper. Macht's gut, bis gleich. PS, das waren 6 Fragen. Okay.